Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitag-Nacht-Ausgabe, das ist die Ausgabe, wie immer, freitags, wo ihr mich ganz einfach anrufen könnt, ohne festes Thema. Das heißt, meine Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht ist Markus und Markus ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Markus. Was ist dein Thema? Ich habe folgendes Problem. Ich habe seit Anfang August, wo ich hier in meine eigene Wohnung gezogen bin, Kakerlaken. I? Und, ja, I. Anfang August eingezogen in die Wohnung? Genau. Und ich habe auch schon ein paar Mal mit meinem Vermieter gesprochen. Ja. Mein Vermieter, der macht nichts. Ja. Wie stark ist denn der Kakerlakenbefall? Im Moment sehr stark. Beschreib mal so ein bisschen. Im Badezimmer fängt das an. Die kommen durch die Lüftung oben. Mhm. Und über mir wohnt einer, der kann seine Wohnung auch nicht pflegen. Der kann sie nicht pflegen? Nee, der kann sie nicht pflegen. Der hat da oben Viecher also kloppt. Der macht nicht sauber im Klartext. Nee. Und warum kann der das nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Der ist halt nicht sauber. Ja, also im Badezimmer kommen sie durch den Lüftungsschacht. Wie sieht's in der Küche aus? In der Küche, da sind, wenn ich Licht anmache, abends, ich gucke ja abends Fernsehen im Dunkeln, meistens, oder Musik hören oder so, und dann, wenn ich das Licht anmache, dann sehe ich auch schon ein paar, aber dann sind die auch ganz schnell wieder weg. Die huschen sofort weg, ne, wenn das Licht kommt. Genau. Wie viele Zimmer hast du in der Wohnung? Ein Zimmer, ich habe 34 Quadratmeter. Ach so, ein Zimmer. Das heißt also, ein Zimmer und Küche, oder ist die Küche so eine Ecke in an dem Zimmer? Ja, in der Ecke von dem Zimmer. Das heißt, du liegst im Bett in dem Zimmer, wo auch die Kakerlaken sind? Genau. Das ist ja der Superhorror. Hattest du schon mal Kakerlaken im Bett? Ich selber nicht, aber ein Freund von mir, der hat hier schon mal geschlafen, weil ich schlafe meistens auf der Couch. Und wenn der hier ist, der ist dann morgens aufgestanden, da hatte er einen auf dem Arm. Du lieber Himmel, da kommt einem ja gleich das Schaudern. Ja, die Couch steht direkt an der Wand und da sind auch meistens Kakerlaken direkt hinter der Couch und der ist da aufgesprungen, weil hinter dem eine Kakerlake. Nun sind die mitteleuropäischen Kakerlaken, soweit ich informiert bin, ja nicht so ganz groß wie die in den südlicheren Ländern. Nee, so groß sind die auch nicht. Wie viel Zentimeter ungefähr sind die, deine Kakerlaken? Zweieinhalb Zentimeter. Mhm. Und wo halten die sich in der Küche auf? Hast du da schon die Schlupfwinkel so entdeckt, wo sie hinflüchten? Nee, habe ich bis jetzt noch nicht, weiß ich jetzt nicht. Die sind meistens immer auf der Spüle und dann sind die direkt wieder weg. Ich weiß nicht, wohin die gehen. Und tagsüber lassen die sich nicht so sehen? Wie bitte? Ich sag, tagsüber lassen die sich nicht so sehen. Im Badezimmer, ja, weil es da ziemlich dunkel ist. Weil es da dunkel ist, ja. Kannst du denn dann überhaupt ruhig schlafen nachts? Ich könnte es nicht. Nee, so gesagt nicht. Du bist jetzt in deiner Wohnung, ne? Ich bin jetzt in meiner Wohnung, ich liege auf der Couch. Und es ist relativ dunkel in deiner Wohnung. Genau. Ja. Hast du ein Telefon, also ein Funktelefon oder eine lange Leitung am Telefon? Ich habe ein Handy. Achso, umso besser. Dann steh doch mal auf von der Couch und gehe dahin, wo du kochst, wo die Küchengeräte stehen. Und beschreib uns mal, ob du vielleicht gerade eine siehst. Ja, muss ich mal im Ladegerät abmachen. Das ist ja jetzt die tollste Zeit für Kakerlaken, ne? Ja, klar. Es ist dunkel, es ist schön warm wahrscheinlich bei dir in der Wohnung. Also bis jetzt nicht, aber vorhin im Badezimmer, wo ich vorhin ins Badezimmer gegangen bin, bevor der Jan, glaube ich, war das, hat mich zurückgerufen, jetzt klingelt er auch noch. Der hat mich zurückgerufen und vorher bin ich ins Badezimmer gegangen und da war eine bei mir hier auf dem Waschbecken. Wo bist du jetzt gerade im Moment? Im Waschbecken, im Badezimmer. Im Badezimmer. Siehst aber keine im Moment. Im Moment nicht, nee. Nee, aber es kann sich nur noch um Sekunden handeln und Minuten, dann ist gleich wieder eine da. Ja, klar. Vielleicht sollst du mal aufdrücken, wenn es bei dir geklingelt hat oder die Tür aufmachen. Ja, Moment, ich mach mal eben kurz, frag mal, wer der ist, ja. Ja, frag mal, wer der ist. Damit wir das auch alle mitkriegen. Wer kommt denn jetzt so spät noch bei dir zu Besuch? Da haben wir ja gleich ein neues Thema. So. Wer ist es denn? Ein Freund von mir. Ein Freund, der kommt so spät dich besuchen? Ja. Ja, na okay. Eigentlich muss ich um 12 Uhr arbeiten, aber... Warum? Was musst du arbeiten um 12?
Ich arbeite bei McDonald's. Ach, bei McDonald's. Aber heute hast du mal frei. Ja. Das ist ja nun ganz heikel, wenn du bei McDonald's arbeitest. Ja, klar. Und wenn du dann vielleicht die süßen Schiss, kleinen Eier von den Kakerlaken an deinen Schuhen oder an den Bekleidungsstücken mit zu McDonald's nimmst, wollen wir uns gar nicht ausmalen, was bei McDonald's demnächst los ist, wo du da arbeitest. In welcher Stadt ist das? Das in Neuss. In Neuss? Ja, in Neuss. Ja, aber ich glaube nicht, dass das so leicht zu übertragen ist. Ja, ich habe, ein Freund von mir, der hat mir das auch schon gesagt. Ja. Ich habe ja so Seitentaschen bei mir. Ja. An der Hose. Ja. Und da kann auch sein, dass die dann da drunter gehen und ich die nicht sehe. Ja, aber in der Tat. Dass ich die da mitschleppe. Ja, aber ganz im Ernst, das kann wirklich passieren, dass die irgendwo in deine Kleidung reinschlüpfen und du sie mitträgst. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was machst du denn dagegen? Der Vermieter macht nichts, sagst du. Der Vermieter macht nichts. Aber du kannst doch da nicht leben in dieser. Ja, klar. Weil ich gucke ja regelmäßig in Zeitungen, ob ich eine neue Wohnung finde. Ja. Nur da stehen immer 3 Zimmerwohnungen drin und das ist zu viel. Hast du dir mal überlegt, auf deine Kosten einen Kammerjäger zu rufen, der das vielleicht mal ausgiftet da, deine Wohnung und die Ecken und Löcher? Ja, das ist ein Problem. Ich habe gerade erst am 1.3. habe ich angefangen bei McDonald's. Ach so, ich noch kein Lohn. So viel Kohle ist ja nicht geflossen. Nee. Mensch, eigentlich kannst du da, glaube ich, auf Mietminderung machen oder so, wenn der Hausbesitzer sich da nicht um kümmert. Ja. Mach dich da mal schlau in der Rechtsberatung. Muss ich mal gucken. Weil das ist ja kein Zustand. Ich dann da mal zum Rechtsanwalt gehen? Ja, würde ich mal machen, ja. Wenn du nicht so viel Kohle hast, gibt es also Rechtsberatungen in den verschiedenen Städten. Ja. Was du da tun kannst. Ja, muss ich mal ausprobieren. Damit du wieder, wir wollen ja alle, dass du wieder ruhig schlafen kannst. Ja, also im Moment kann ich nicht, sonst wäre ich schon längst im Bett. Ja. Also, ich hoffe, dass dein Freund, der gerade gekommen ist, dass der die sich nicht da einfängt bei dir und die dann mit zu sich nach Hause nimmt. Das wollen wir ihm nicht wünschen. Ne? Ja, der ist hier, der ekelt sich auch hervor. Das glaube ich. Ich würde dich gar nicht besuchen kommen, ehrlich gesagt, Markus, wenn du mein Freund wärst. Ja, ich dann so, das ist schon richtig, aber... Doch, meine Sorgen. Ich will das ja auch loswerden, das ist ja das Problem. Ne? Also mach dich mal schlau, ob du da ein bisschen Druck ausüben kannst auf den Vermieter. Ja. Ich glaube schon, denn da muss ja was passieren, das darf ja nicht sein. So, ja, klar. So, jetzt kümmere dich um deinen Freund, alles Gute und bis dahin mal. Okay. Tschüss, Markus. Bis dann, tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Carina, 17 Jahre alt. Kannst du mich hören? Ja. Das ist schön. Carina, ich weiß ja in der Regel nicht, was hier auf mich zukommt. In deinem Fall weiß ich das schon. Wir hatten vor ein paar Tagen hier einen sehr spektakulären Anruf von einem jungen Mann namens Thomas. Genau. Und das ist dein Freund. Genau. Und Thomas hat uns eine wahnsinnige Geschichte erzählt, nämlich, dass er seit 6 Jahren an übersinnlichen Phänomenen leidet. Ja, das stimmt. Paranormalen Phänomenen. Das heißt, er sagt, er liegt abends im Bett, das Licht geht an. Er liegt im Bett, die Tür geht auf. Er liegt im Bett, die Stereoanlage, die Anlage geht an und Musik ist zu hören. Und so weiter. Dieses Gespräch hat eine große Resonanz gehabt. Wir haben sehr, sehr viele E-Mails bekommen und Faxe und alle Leute haben sich irgendwie darüber geäußert. Es kann sein, ich habe solche Sachen auch schon mal erlebt, aber dennoch waren wir alle so ein bisschen skeptisch. Und dann hat Thomas uns erzählt, dass es eine ganze Menge Zeugen für diese Phänomene gibt. Ne? Ja, das ist richtig. Und hat unter anderem auch deinen, also nicht deinen Namen, aber dich erwähnt, nämlich seine jetzige Freundin. Und das bist du. Und deshalb bin ich jetzt ganz, ganz gespannt darauf, mit dir zu reden. Ist es wahr, was Thomas uns erzählt hat? Das ist wahr. Ich war selber teilweise dabei, in seiner jetzigen neuen Wohnung. Dann ist das teilweise wirklich so, wenn wir abends im Bett liegen, geht auf einmal die Tür, unsere Schiebetür auf, ohne dass irgendwer noch im Raum mit drin ist. Oder dann geht auf einmal Wasser an und keiner ist im Badezimmer. Achso, das hat er gar nicht das Beispiel genannt. Das passiert also auch, dass der Wasserhahn sich von alleine aufdreht und das Wasser läuft raus. Ja, so ist es. Und das war jetzt nicht nur in dieser Wohnung, sondern in seiner vorigen Wohnung auch schon. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Ja. Genauso wie die Stereoanlage angeht. Keiner war dran, die war vorher die ganze Zeit aus. Ja. Ich glaube, er hatte gesagt, dass ihr noch gar nicht so oft miteinander übernachtet habt. Vielleicht auch wegen dieser Phänomene. Habe ich das richtig in Erinnerung? Es ist so, dass ich meistens am Wochenende bei ihm bin. Mhm. Und auch wenn ich nicht bei ihm bin, passieren Sachen. Mhm. Wie gehst du denn jetzt damit um? Wie empfindest du das denn? Oh,
schwer zu beschreiben. Macht dir das nicht unglaubliche Angst, sowas? Oft schon, ja. Ja, also du lachst da noch rüber. Also ich glaube, ich könnte ja da irgendwann nicht mehr lachen, weil... Ja, nehmen wir mal das allererste Mal, als du das allererste Mal bei Thomas geschlafen hast und hast das zum ersten Mal erlebt, hast du da nicht Panik an Attacken bekommen und wolltest nur raus? Das erste Mal habe ich es irgendwo für lächerlich gefunden. So, mein Gott, dachte ich mir, das kann vielleicht mal passieren, wenn das Wasser auf einmal so läuft. Mhm. Vielleicht hat man vergessen, das auszumachen oder so, habe ich mir dann gedacht. Mhm. Wo es dann immer öfter passierte, irgendwelche klopfte an der Tür und so und keiner ist da, dachte ich mir auch, ja, irgendwas kann hier nicht stimmen und so. Und dann fing er dann auch an, dass ich dann ziemlich oft halt Angst gekriegt habe und so. Nur mittlerweile kann man fast sagen, das gehört zu unserem Alltag. Erstaunlich, wirklich erstaunlich. Der Thomas klang ja auch schon so relativ abgeklärt. Immerhin hat er von 6 Jahren erzählt, dass ihn das schon peinigt. Ja. Wie erklärst du dir das? Was ist deine These? Was sind deine Überlegungen dazu? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin auch noch nicht so lange mit ihm zusammen. Wie lange seid ihr zusammen? 7 Monate. Und du sagst, es ist immer, also wenn du am Wochenende bei ihm bist, du bist in der Regel am Wochenende, schläfst du bei ihm in der Wohnung. Ja. Ist es dann regelmäßig immer so oder gibt es auch schon mal Nächte, wo es nicht stattfindet? Es ist nicht jede Nacht so. Aber es kann passieren. Ja, oft schon. Zwar nicht jede Nacht, es ist auch dann halt oft in der Woche, dass er mir dann am anderen Tag erzählt, dass was passiert ist wieder. Mal nicht so schlimm, mal schlimmer. Das ist unterschiedlich. Mal passiert gar nichts. Also Carina, dieser Fall ist wirklich äußerst dubios. Wir sind hier bei uns im Team auch ganz zwiegespalten. Da gibt es Leute, die sagen, ja, das kann sein, sowas gibt es bestimmt. Und da gibt es andere, die sagen, das kann einfach nicht sein. Die bilden sich das nur ein. Aber nun bist du eine Zeugin, du hast es erlebt. Ich habe vorhin die Information bekommen, dass der Bruder von Thomas auch noch im Moment bei euch ist. Ist das so? Ja, genau, der sitzt vor mir. Kannst du mir den dann bitte auch mal geben? Ja, das kann ich machen. Ja, hallo. Ich grüße dich, du bist der Bruder von Thomas. Ja, richtig. Wie ist dein Name? Bruder. Wie ist dein Volker? Und wie alt bist du, Volker? Ich bin 35. 35. Ja. Der Thomas hat mir vor ein paar Tagen erzählt, dass du quasi der erste Zeuge warst damals, als es passiert ist im Elternhaus. Erzähl mal, wie du das damals mitbekommen hast, erlebt hast. Ja, das ist nicht im Elternhaus passiert, ich bin ja nur ein paar Tage älter. Das ist gewesen, als er bei meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, zusammen, also als wir das zusammen übernachtet haben. Ach, so war's. Ja, da war das erste Erlebnis. Das ist, ja, ganz brutal und kurz gesagt, es ist aus dem Spiegel gekommen, er hat es bemerkt, eine graue Erscheinung. So, in der Größe eines Jugendlichen. Ich habe ihm natürlich erst nicht geglaubt, weil ich gedacht habe, der spinnt, der hat ihn auf dem Christbaum. Bin dann nachgucken gegangen oder wollte nachschauen gehen und bin mitten im Türrahmen, der vom damaligen Wohnschlafzimmer in den Flur führte, bin ich stehen geblieben, weil ich einfach nicht mehr weiter konnte, weil sich mir sämtliche Körperhaare aufgestellt haben vor Elektrizität. Sag ich jetzt mal auf Elektrizität. Ja, und da habe ich das Viech dann auch gesehen, weil das halt eben vom großen Wohnzimmerfenster ein bisschen Helligkeit mit in den Flur reinschien. Du verstehst, dass alle, die relativ rational so gestrickt sind, lächeln darüber, ne? Ich bin selber rational gestrickt. Ich bin ein großer Skeptiker. Ja. Was ich nicht, sag ich mal, sehe oder selber miterlebe, das glaube ich auch erstmal so überhaupt nicht. Aber je größer man, also je mehr man Skeptiker ist, desto geschockter muss man doch sein, wenn man dann so etwas erlebt. Na, natürlich, das war ein Riesenschock. Das warst du auch. Vor allem, weil ich ja sowas noch nie gesehen habe. Wie oft hast du bislang dann solche Phänomene nochmal erlebt und oder mit bezeugen können? Eigentlich immer dann, wenn ich mit Thomas dann eben zusammen war. Da heißt, dass wir, weil er halt eben diesen Stress hat, dass wir abends spazieren gegangen sind, weil er sich mal ausquatschen wollte und ich mir die Zeit genommen habe. Und das schlimmste Erlebnis, was wir hatten, muss ich natürlich dabei sagen, das fällt mir selber schwer darüber zu sprechen. Das schlimmste Erlebnis ist, dass es mit einer riesengroßen, also für uns großen, breiten, schwarzen Gestalt, ich nenne ihn jetzt mal einfach den schwarzen Mann, weil mir nichts anderes einfällt. Ja, als wir das erste Mal gesehen haben, das sind wir damals spazieren gewesen und haben den auf einer Entfernung, ich sag mal 20 Meter, haben den da stehen sehen und er bewegte sich nicht, da hat mir also das Blut in den Adern gestockt. Habt ihr ein Gesicht wahrnehmen können? Nein, da konnte man kein Gesicht wahrnehmen. Die paar Male, die wir den gesehen haben, haben wir kein Gesicht wahrnehmen können. Das heißt, solche Phänomene tauchen auch auf, wenn der Thomas, also dein Bruder, sich im Freien bewegt. Das passiert nicht nur, wenn er in Räumen ist, in Häusern. Nein.
Verstärkt ist es, wenn wir uns in Räumen aufhalten, sei es jetzt bei ihm oder sei es bei uns zu Hause, das ist egal. Weil so was wir so mitgekriegt haben, es hat immer irgendetwas, sage ich jetzt mal, es hat immer irgendwas mit Spiegeln zu tun. Mit was zu tun? Mit Spiegeln. Mit Spiegeln? Achso. Ja, mit Spiegeln. Weil meine jetzige Frau, damals eine Freundin, die hatte in dem Flur, wo das erste Viech da, sag ich mal, aufgetaucht ist, die hatte da einen Spiegel hängen. Dann die erste richtige Begegnung. Das war, ich weiß nicht, es ist ein Spiegel in der Nähe halt eben, und das jedes Mal, wenn er dabei ist, dann kann man sagen, da tut sich irgendwas. Das ist ja interessant. Ich habe erzählt vor ein paar Tagen, dass ich aus der Familie sowas auch kenne, vom Erzählen, von einer Tante von mir. Ja. Und da gibt es eine interessante Parallele jetzt zu dem, was du überrichtest, nämlich die hat auch immer gesagt, es hat mit Spiegel etwas zu tun. Oder man kann im Spiegel solche Phänomene sehen, die man eigentlich im normalen Raum nicht sehen kann. Also ich weiß es nicht. Ist es alles Hokuspokus oder ist es, ich meine, du bist jetzt der zweite Zeuge, der uns das erzählt? Was ich als sicher annehme, ist, dass Spiegel durchgängig sind. Das nehme ich mittlerweile als sicher an. Obwohl du ein sehr rationaler Mensch bist, hat sich dein Weltbild denn verändert, nachdem du das alles so mitbekommen hast? Das verändert halt eben in dem Sinne, dass ich jetzt nicht mehr sage, das ist alles Quatsch und so weiter, sondern ich halte es halt eben erstmal für möglich, wenn auch nicht für bewiesen. Also du glaubst, dass es schon eine ganze Menge Phänomene zwischen Himmel und Erde gibt, die man noch nicht so erklären kann und die einem dann vielleicht in einer solchen Art und Weise begegnen? Ja, wenn man den Faust so zitieren will, dann... Ja, das ist aus dem Faust, in der Tat. Volker, du hast deinen Bruder ja dann auch begleitet oder du hast es miterlebt. Was hat denn das mit deinem Bruder angestellt, dass er nur seit 6 Jahren mit solchen übersinnlichen Phänomenen malträtiert wird oder von solchen Phänomenen malträtiert wird? Hat er sich sehr verändert? Ja, ich muss dabei sagen, mein Bruder ist von Natur aus ziemlich ein Dickkopf. Und der ist auch einer, der nicht gerade, sag ich mal, wenn es denn sein muss, einen Streit aus dem Wege geht, aber mit der Zeit ist er halt immer unsicherer geworden. Ja, er weiß nicht mehr wohin. Er weiß nicht mehr, wie er es regeln soll. Ich kann ihm da auch nicht unbedingt viel helfen. Ja, ich kann halt eben nur versuchen, wie seine Freundin das macht, wenn sie bei ihm ist. Oder wenn er bei uns ist, kann ich halt eben nur versuchen, dann mit meiner Frau zusammen mit ihm darüber zu reden und versuchen, Lösungen zu finden oder irgendwelche Überlegungen anzustellen, was ihn dann gar nicht davon ablenkt. Habt ihr Angst um die Gesundheit, um die geistige Gesundheit auch deines Bruders? Was könnte einen ja auch völlig fertig machen. Nein, um die geistige Gesundheit nicht. Also da ist er sehr stabil aufgrund seiner Dickkopfheit. Gibt es denn Leute so in eurem Umfeld, die sagen, ach, die haben doch alle eine Klatsche, was die da erzählen? Also die Leute aus unserem Umfeld wissen das gar nicht. Die wissen das gar nicht. Man erzählt das ja auch nicht so gerne, weil man leicht in den Ruch des leicht angetitschten kommt dadurch. Nee, also ich würde es auch nicht erzählen, wenn der Kleine da jetzt nicht aber die angerufen hätte und das publik gemacht hätte. Also da waren wir uns eigentlich von Anfang an drüber einig. Ich denke mal, er wusste halt eben nicht weiter. Und also, es ist schon eine sehr, sehr merkwürdige, sage ich mal, merkwürdige Geschichte, die ihr uns da erzählt. Ja, Teil der Geschichte. Und ich bin ganz sicher, dass es immer noch ganz viele Leute gibt, die jetzt sagen, das ist eine Massenpsychose, was die da verbreiten. Und es gibt sicher viele, die auch sagen, ja, möglich, es kann vielleicht sein. Wünschenswert wäre es, sage ich mal, zum Einverständnis von allen, die jetzt hier anwesend sind, um halt eben da vielleicht ein bisschen weiterzukommen, wäre es wünschenswert, wenn Leute, die ähnliche Erfahrungen haben, wenn man mit denen irgendwie in Kontakt kommen könnte. Also, weil wir wissen uns keine Lösung, wir wissen nicht weiter und wir wollen gerne weiterkommen. Ich glaube, der bessere Weg ist, weil sonst unterhalten sich eventuell Laien mit Laien. Wir haben deinen Bruder versorgt mit einer entsprechenden Stelle der Universität Freiburg. Parapsychologisches Institut. Genau. Und ich glaube, dass ihr da in sehr guten Händen seid. Und ich würde gern auch an dem Fall dranbleiben. Und das heißt, wir bleiben in Kontakt, wir rufen euch nochmal an nach ein paar Wochen und mal sehen, was raus geworden ist oder wie die Wissenschaftler das beurteilen in Freiburg. Also, ja, das ist in Ordnung. Ich danke für das Gespräch, schönen Gruß an Thomas nochmal und an seine Freundin und dir auch alles Gute, Volker. Ja, okay, dir auch. Ja, tschüss. Bis zum Üben noch, ne? Tschüss. Ja, mach's gut. Es ist wirklich verrückt, ne? Es ist wirklich verrückt. Wenn das stimmt, ist das wahnsinnig spektakulär. So ganz ist der Zweifel immer noch nicht aus mir herausgewichen, aber der Volker klang sehr seriös und die Freundin auch. Ich weiß es nicht. Ich bin verbunden jetzt mit Claudia, 41 Jahre, und bei ihr ist auch Bernhard, 62 Jahre. Hallo. Ja, hallo. Ich spreche erst mit Claudia. Ja, richtig. Hallo Claudia, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist das gleiche, wie es bei dir gestern war, Sterben. Ja. Und zwar haben wir die Diagnose
von meinem Mann bekommen, dass er in Kürze von mir gehen muss. Mhm. Er hat Lungenkrebs, 2 Lungentumore und 4 Tumore auf der Wirbelsäule. Mhm. Ist er schon seit langem erkrankt? Nein, nicht. Wie lange? Wir vermuten ein halbes Jahr. Erst ein halbes Jahr? Ja, wir wussten also, vorher hatte er schon mal einen Lungentumor und ist operiert worden, erfolgreich operiert worden. Wie lange liegt das zurück? 9,5 Jahre jetzt. Mhm. Da sagt man ja eigentlich, dann ist die Zeit, da ist so viel Zeit vergangen, dass der Krebs eigentlich besiegt ist. Ne? Richtig. Mit diesem Aspekt haben wir auch gelebt. Bis vor einem, ja, ich sag jetzt mal, vor 3 Wochen haben wir es erfahren, dass es so akut ist. Ich habe ja gerade was im Hintergrund gehört. Ist das, ist mein Mann. Ist das ein Husten? Ja, das ist ein Husten. Mhm. Also er kann nur durch dieses starke Abhusten halt den Schleim rausproduzieren. Verstehe, ja. Das ist seine Krankheit halt. Und ja, und dann haben wir jetzt vor gut 1,5 Wochen erfahren, dass nichts mehr zu machen ist. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Man hat uns also mit den Worten, macht euch noch ein paar schöne Tage. So haben die Ärzte das gesagt? Ja. Macht euch noch ein paar schöne Tage? Ja, ja. Wir haben also einen Rollstuhl bekommen für meinen Mann, der kann nicht mehr laufen. Mhm. Also wenig laufen noch im Haus und wegen der Tumore an der Wirbelsäule? Ja, und auch wegen der Luft halt. Mhm. Er hat einen Walzen, man nennt es Walzentumor in der Luftröhre. Mhm. Ja, wie lange das jetzt noch wäre? Ich meine, das ist ja nur eine fast schon unverschämte, saloppe Bemerkung. Macht euch noch ein paar schöne Tage. Haben die Ärzte das euch beiden gleichzeitig gesagt? Ja. Oder erst dem Bernhard und dann dir? Nein, uns beiden. Wie habt ihr da drauf reagiert, als die das oder als der Arzt das zu euch gesagt hat? Wir hatten so eine irgendwie so eine Vorahnung. Mhm. Klar, wir haben gesessen, unsere Hände gehalten und natürlich auch geweint. Mhm. Ist irgendwo eine ganz normale Reaktion, denke ich. Natürlich. Wenn man erfährt, man darf einfach nicht mehr lange zusammenleben. Ja. Vermutlich ist man in dem Moment auch gar nicht fähig, irgend noch eine gescheite Frage zu stellen, ne, wenn nein, man einfach geschockt ist. Nein. Man fragt einfach nur, kann man denn gar nichts machen? Und, Aber dennoch, habt ihr denn gefragt, was heißt denn, macht euch ein paar schöne Tage? Ja, heißt das ein paar Wochen noch oder ein paar Monate habe ich? Oder? Ja, haben wir, aber da konnte man uns nichts sagen. Nichts groß sagen, nee. Findet ihr euch jetzt mit dieser endgültigen Diagnose ab oder gibt es noch Überlegungen, wir machen jetzt was ganz anderes, wir gehen vielleicht zu einem Heilpraktiker oder einem Geistheiler oder irgendetwas ganz anderes? Eigentlich nicht, also mit dem Gedanken abfinden kann man sich einfach gar nicht. Mhm. Sicherlich, man greift nach jedem Strohhalm, der da ist, nach jedem Hoffnungsschimmer, der da ist. Dann, wir haben ja nun auch 4 Kinder. Mhm. Eine Tochter aus erster Ehe von meinem Mann und 3 habe ich mitgebracht. Wie lange seid ihr beiden zusammen? 7 Jahre. 7 jetzt. Jahre. Ja. Und es ist schwer, es ist wirklich schwer, da irgendwo zu sagen, es gibt nichts mehr. Mhm. Wir möchten einfach auch so uns alles so schön wie möglich machen, aber das geht einfach gar nicht. Ja, das glaube ich auch. Man sagt dann so, man will sich schön machen, aber man steht ja dann im Schatten dieses bevorstehenden Ereignisses. Und ja, richtig. Ich meine, mein Mann sagt immer, ich habe keine Angst vor dem Tod. Mhm. Vor dem Sterben habe ich mehr Angst. Kann vor denn, diesen Schmerzen. Ich habe den Bernhard, wir haben das gerade alle gehört, sehr stark husten gehört. Kann er denn dennoch ein paar Worte vielleicht reden? Ja. Ja? Ja. Dann gib ihm mir doch mal, wir reden gleich weiter, Claudia. Ja, bitte. Mhm. Hallo Domian. Hallo Bernhard. Erstmal schönen guten Abend, guten Morgen. Wenn du nicht mehr reden kannst, wenn es zu anstrengend ist, brechen wir sofort ab, ne? Sagst ja, du? Ja, ich gebe es dir meine Frau. Ja, genau, so machen wir es. Deine Frau hat uns das ja gerade erzählt, was passiert ist. Ja, ich sitze direkt daneben. Ja. Wie hast du das denn empfunden, als du dir die Diagnose gehört hast? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich im Krankenhaus lag neben mir einer, der Rainer. Mhm. Der hat auch das Gleiche gehabt, so ähnlich. Mhm. Und da habe ich gesehen, wie jeden Tag schlimmer wurde. Mhm. Hab ich gesehen, wie er Morphium bekam, dann bekam ich Morphium. Mhm. Und dann waren dann Schwestern bei und Pfleger, die haben uns immer Kraft gegeben. Und dann sprechen miteinander. Ja. Sagen wir uns gegenseitig,
gut gemacht. Dann ließ der Rainer den Kopf hängen. Mhm. Er sagte, Bernd, das gibt nichts mehr. Und dann kriegte ich dann die nächste Diagnose. Mhm. Also zuerst war eine 5. Tumor und dann wurde ich wieder geröntgt. Dann wurde Bronchoskopie gemacht. Mhm. Ja, da waren es auf einmal 7. Mhm. Ja, und dann waren es auf einmal 10. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Es ist Ende. Mhm. Und dann ist meine Frau im Krankenhaus ausgetitscht, sag ich mal. Mhm. Die ist also wirklich laut geworden auf dem Flur. Ich muss den Chef sprechen, ich will den Chef sprechen. Mhm. Einer muss uns doch jetzt mal sagen, was los ist. Und dann haben wir den Weg gegangen zum Sekretariat. Ja. Und der Chefarzt, der Dr. Schmücker von Solingen, das ist eine Lungenheilklinik, dem habe ich ja vor 10 Jahren schon mal meinen Körper geschenkt, kann ich sagen. Mhm. Hab Vertrauen zu ihm gehabt und ich bin auch immer zu ihm gefahren, habe Bronchoskopie machen lassen, die Vorsorgeuntersuchungen immer. Aber dennoch ist es wieder ausgebrochen. Ja, und da war ich ja bei ihm vor 7 Monaten. Mhm. Und dann haben wir ja mit dem Doktor gesprochen. Mhm. Der Doktor sagte, es ist effektiv nichts, es ist gar nichts da. Und dann so schnell ist es wieder ausgebrochen. Ja, und da habe ich die Frage habe ich auch immer gestellt. Ich sage, wie kann es denn sein, dass so schnell geht? Das können die Mediziner wahrscheinlich auch nicht erklären. Ne? Nee. Haben gesagt, irgendwo hätte vielleicht denn doch noch. Mhm. Du hast der Dr. Schmücker wohl nicht sehen konnte, bei der Bronchoskopie irgendwo noch eine Metastase gesessen. Bernhard, du hast gerade so einen Begriff gebraucht. Ich kann nicht mehr. Ist das so ein Gefühl bei dir auch im Moment, dass du sagst, das ist eine so große Belastung? Ja. Eigentlich habe ich auch das Gefühl, keine Kraft mehr zu haben. Ich will aber Kraft haben. Du willst Kraft haben. Mhm. Ich muss alleine die Kraft haben für meine Kinder und für meine Engelchen hier neben mir. Mhm. Ich habe hier einen Engel neben mir sitzen. Was hast du dir jetzt vorgenommen für die nächste Zeit? Tja, was habe ich mir vorgenommen? Hier, so viel wie möglich die Hand meiner Frau zu halten. Mhm. Die Kinder kommen, morgen kommt die Mädchen von Solingen. Mhm. Dann muss ich dem Kleinen, darf ich nichts sagen. Hm. Wie klein ist der Kleine? Der ist 14. 14, ja. Der weiß das aber ich will es immer wegschieben. Ne? Hm. Und dann fragt man mich wieder und dann kam heute der Rollstuhl und Papa, warum, du kannst doch noch stehen und wir betragen dich bis zur Toilette und. Das ist schon eine sehr bedrückende Lage. Weiß ich nicht, wie ich dir das sagen soll. Es ist für mich auch schwer, jetzt so zu sagen, aber ich habe praktisch jetzt noch stark gemacht. Wie ich die anderen da gehört habe, da war zum Beispiel ein Junge, glaube ich, mit einem Tumor im Kopf oder so. Ne? Genau, ja. Ich dachte, Mensch, das Kind, jetzt musst du auch anrufen. Mensch, das Kind nochmal, wenn der so stark ist, ist alleine, du hast den doch alle noch um dich, dann musst du auch stark sein. Du hast deine Familie, was sehr viel, sehr viel wert ist. Ja, das Ganze, aber... Hast du Angst vor dem Tod? Ja, Angst vor dem Tod. Die Frage habe ich mit meiner Frau auch schon erörtert. Also ihr sprecht ganz offen darüber. Ja, wir zwei sprechen wirklich ganz, ganz offen. Das ist auch wichtig. Wir halten uns lieb und dann halten wir uns fest und dann sprechen wir darüber. Mhm. Also noch Tränen und. Bist du Bernhard, bist du oder seid ihr religiöse Menschen? Ja, ich bin katholisch erzogen worden. Mhm. Aber ich habe so viel Pech in meinem Leben gehabt, es kann keinen Ärger mehr geben. Mhm. Sage ich einfach deshalb, weil ich ersten Tumor, meine Frau mich dann nicht mehr haben wollte, nach der Operation. Aber meine Tochter zu mir stand und noch zu mir steht, ich ganz toll finde von meiner Tochter. Ja. Papi sagt und die auch alles mitgemacht hat, jetzt auch bei den Ärzten. Mhm. Die mittlerweile auch schon Mama zu meiner Frau sagt. Das heißt, du hast schlechte Erfahrungen so im Leben gemacht und viel Pech gehabt. Ja. Das heißt, dass da so eine Hoffnung auf die Religion, so wie wir sie kennen, nicht da ist auf ein Leben nach dem Tod wie die Bibel. Ja, ein Leben nach dem Tod, ist richtig. Angst vor dem Tod. Ich habe mehr Angst, ich habe das ja oft jetzt in den Nächten, wenn ich so gerade am Einschlafen bin und ich kriege ja immer so Stiche in der Brust oder auf dem Rücken. Dann, wie wir beim letzten Mal, dann habe ich zum Beispiel gehabt, da würde einmal Dreck auf mich schmeißen. Da bin ich dann auf. Ich denke mir, was ist das? Ja. Und dann möchte ich danach wieder eingeschlafen und dann habe ich mich dann selbst im Sarg gesehen. Dann, das war so ein Traum, ne? Verstehe, ja. Also ein Blödsinn. Mhm. Wie ich jetzt damit fertig werde, weiß ich nicht. Mhm. Ich
Ich habe nur zu meiner Frau gesagt und noch zu den Ärzten, oh, ich möchte nicht an einer Maschine angeschlossen werden. Das ist klar. Das ist ein klarer Wunsch von dir auch. Nee, das will ich nicht. Ich will nicht sehen, dass meine Frau und meine Kinder dann noch sehen, wie ich leiden muss. Ich habe jetzt ja bei dem Rainer auch gesehen, der am Montag verstorben ist. Ja. Da würde ich auch hinfahren, egal wie es geht, und wenn ich mich dahin tragen lasse. Ich würde mal vorschlagen, ich mag, dass es schon anstrengend ist für dich, dass wir es mal beenden und du gibst mir nochmal bitte die Claudia, deine Frau. Ja. Und ich finde es schon auch toll und mutig, dass du angerufen hast, dass ihr angerufen habt. Ich will nur eins, so mehr. Ich will allen sagen, die dürfen einfach den Kopf hängen lassen. Ja. Und müssen einfach sagen, so die Lieben, die ich neben mir stehen habe, denen muss ich so viel Zeit geben, noch so viel wie möglich bei mir zu sein. Dass sie dich einfach und die anderen, die vielleicht in derselben Situation sind, auch daran drängen. Denken, dass nicht nur derjenige alleine leidet, sondern dort auch die anderen rum sind. Ich wünsche dir, dass du noch ganz viel Liebe geben kannst und natürlich auch, dass du ganz viel Liebe noch bekommst, Bernhard. Das kriege ich bestimmt. Ja, alles Liebe von meiner Seite aus. Ja, danke. Auf Wiederhören. Ja. Also Claudia, ich habe gerade schon gehört, also ihr redet ganz offen über all das, was bevorsteht und auch über die Ängste. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Und ich glaube auch, dass du eine ganz wichtige Rolle für ihn hast. Ja. Ihm geht's schlecht, ich weiß im Hintergrund. Ja, das ist bei uns ist ganz eigenartig. Von Anbeginn unserer Beziehung war es schon so, wenn er etwas dachte, ich habe meistens schon vorher ausgeübt, die ganze Situation ist eigenartig bei uns. Wenn er einen Wunsch hatte, nur ein ganz blödes Beispiel eigentlich, jetzt in den letzten Tagen auch wieder passiert. Ich habe in der Küche gestanden, habe das Essen vorbereitet. Da denke ich, Mensch, er hat so viel Kakao immer getrunken. Ist ein dummes Beispiel. Ja. Machst du noch einen Kakao zum Abendessen noch dazu? Und ich komme hier ins Zimmer rein. Und dann sagte er zu mir, du Mama, haben wir eigentlich noch Kakao im Haus? Ich war schon fertig. Also irgendwo dieses, ich sag immer, da ist irgendwo noch eine Leitung zwischen uns beiden zusätzlich gespannt. Nicht wie das in einer ganz normalen Beziehung ist. Es ist halt so. Seid ganz eng beieinander. Aber das glaube ich, das seid ihr auch. Ja. Ich glaube, so kannst du ihm sehr, sehr, sehr helfen. Ja. Vielleicht kannst du durch die Liebe, die du ihm gibst und durch die enge Verbundenheit, vielleicht alles auch noch mehr verlängern, als es eigentlich vielleicht... Das möchte ich auch gerne. Jetzt kümmere dich mal um ihn. Ich glaube, ihm geht es ziemlich schlecht im Hintergrund. Ja. Euch beiden von Herzen alles Gute von mir. Dankeschön. Auf Wiederhören, Claudia. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr, 10 Sekunden, eine kleine Pause. Uhr, 47 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Der nächste Anrufer ist Marco und Marco ist 19 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Ja, ich habe vor 2 Wochen schon mal angerufen, Jürgen. Hast du? Sag ein Stichwort zum... ich bin ja angefahren worden, auf dem Zebrastreifen. Ah, du hast beim Tag X angerufen. Ja, genau. Thema Tag X, du bist, wenn ich mich recht erinnere, vor 2 Jahren? Ja, 99 war das. 99. 13. April, ja. Auf einem Zebrastreifen angefahren worden, sehr schlimm angefahren worden und seitdem querschnittsgelähmt. Ja, im Rollstuhl. Im Rollstuhl. Ja. Das Leben hat sich radikal bei dir verändert. Ja, genau. Wir haben uns unterhalten. Jetzt rufst du mich nochmal an. Warum? Ja, und zwar, ich weiß nicht, ob der Mann, der mich angefahren hat, ob der die Sendung mit gesehen hat. Auf jeden Fall hatte sich vor 2 Tagen, war der bei mir zu Hause. Wenn ich mich recht erinnere, hast du mir erzählt, dass dieser Mann, der dich angefahren hat, der wirklich Schuld hat an deiner, an deiner Tragödie, dass er dich einmal besucht hat im Krankenhaus, als du im Koma lagst. Ja, genau.
Ne? Und der ist vor zwei Tagen, vorgestern. Und danach gab es gar nichts mehr, ne? Da hat er ja angerufen und da war ja meine Freundin dran. Achso, ne? Da wolltest du aber nicht mit ihm reden. Ja, genau, weil ich nicht konnte. Weil ich kam gerade aus dem Krankenhaus, ich war eine Woche aus dem Krankenhaus raus. Ja. Und da konnte ich einfach nicht. Mhm. Also ich musste erstmal selber mit der Situation fertig werden. So, und jetzt ist so lange Zeit vergangen und jetzt hat er sich bei dir gemeldet? Ja, vor zwei Tagen war der bei mir. Woher hatte er deine Adresse? Ich schätze mal über das Krankenhaus oder sowas und Unfallbericht, was weiß ich. Keine Ahnung, also ich war ja vor Gericht mit dem. Ja? Ja, und und es klingelt? Ja, also mein Vater, der war zu dem Zeitpunkt war der bei mir in der Wohnung, der hat mir beim Baden Hilfestellung geleistet. Mhm. Mich in die Badewanne gehoben und so weiter. Und da hat es geklingelt. Mhm. Ja, und hat er sich wohl draußen vor... Ich habe das nicht mitbekommen, ich war ja im Bad, hat er sich wohl draußen vorgestellt bei meinem Vater. Ja? Mein Vater hatte ins Wohnzimmer gebeten. Mhm. Und soll Platz nehmen. Aber dein Vater kannte ihn doch bestimmt auch durch die Gerichtsverhandlung, oder? Ja... Ja, schon, eigentlich schon, aber mein Gott, das ist ja lange her. Ist ja auch schon wieder lange her, ja klar. Mhm. Und da hat mein Vater nur gesagt, ja, da ist jemand für dich, aber er hat mir nicht gesagt, wer es ist. Ja, hat er mich wieder aus der Badewanne rausgeholt, mhm. Fertig gemacht, dann habe ich mir in den Rollstuhl gesetzt, bin ins Wohnzimmer gefahren und da saß er dann da auf der Couch, ja, ich sag, hallo, ich bin der Marco, ich wusste ja nicht, wer das war, also ja. Ich wusste es echt nicht mehr. Ja. Und er sagte, ja, ich muss dir was sagen und... Ich war derjenige, der dich angefahren hat damals. Ja, wow. Ich bin erstmal innerlich richtig ausgeflippt. Ich hatte Herzrasen ohne Ende. Das glaube ich, ja. Ja. Ja, und dann bin ich mit dem Rollstuhl zum Sessel gefahren, wo der saß. Ja. Und hab ihm eine Backpfeife gegeben. So, das kam irgendwie aus mir raus. Das wollte ich auch nicht. Du hast gar nichts gesagt, sondern hast ihm einfach eine gescheuert. Ja, ja, das kam so aus mir raus. Ich wusste selbst, und mein Vater, also der stand dann quasi zwischen zwei Stühlen, weil mein Vater, der hält zwar zu mir. Mhm. Aber sagte auch, es wäre mit Sicherheit keine Absicht gewesen von dem. So, jetzt hast du ihm eine runtergehauen. Ja. Wie hat er darauf reagiert und wie ging es dann weiter? Ja, und er wollte noch diskutieren und so weiter und so fort. Und ja, ich bin dann in Tränen ausgebrochen. Bin dann in mein Schlafzimmer gefahren. Ja. Weil ich war am Zittern, ich war auf 180. Ja. Also innerlich auch. Ja. Und ich hatte noch mit meinem Vater, ein bisschen sich unterhalten und so. Dass mir nicht übel nehmen soll und so, dass es ein Affekt war, eine Reaktion und so weiter. Und dann hatte mein Vater den dann quasi sanft, will ich mal sagen, zur Tür gebeten und gesagt, es wäre besser, wenn du dann jetzt gehst. Ach so, und du hast gar nicht mit dem dann mehr geredet. Nee, ich wünschte, ich hätte es gemacht. Ja. Jetzt einerseits, also andererseits wünschte ich, hätte das gemacht. Mhm. Weil, Was würdest du gerne mit dem Mann reden, der letztendlich... Ja, der Grund dafür ist, dass du dein ganzes Leben jetzt im Rollstuhl sitzen musst. Ja gut, ich will ihm nicht direkt Vorwürfe machen. Mhm. Ich will ihm nur nur fragen, wieso ist er zu schnell gefahren? Und er ist irrsinnig schnell damals durch die Ortschaft gefahren. Ja, mit 90. Mit 90, ja. Ja, ja, und ich will nur fragen, weil das war keiner. Die ganze Straße war frei. Ich war der Einzige, der über den Zebrastreifen lief. Mhm. Und da war erst nichts. Der kam da angeknallt um die Ecke und, und ich weiß nicht. Und der hätte mich eigentlich sehen müssen und das will ich irgendwie, oder warum, oder, also ich weiß nicht, ich will einfach nur mit dem reden. Das heißt, nehmen wir mal an, er ist auf dich aufmerksam geworden, wirklich durch uns, durch die Sendung, was ja sein kann, ne? Ja, ja, klar, sonst hätte er sich ja, genau, denke ich mal, nicht direkt danach gemeldet. Genau, so ein paar Tage später. Könnte man ja hoffen, dass er heute Abend diese Sendung wieder sieht oder hört. Das tue ich, ja. Ne? Das heißt, jetzt deine Botschaft an ihn ist, nimm es mir nicht übel, dass ich ja eine gescheuert habe, ja. Ist ja auch eine völlig normale Reaktion. Ja. Nach dem, was da passiert ist. Ja. Du würdest auf jeden Fall gerne mit dem nochmal reden. Und ja, aber diesmal richtig, also mich richtig unterhalten. Also ja. Ich habe mich beruhigt und ich habe es bereut. Also das heißt, du bittest ihn, sich nochmal bei dir zu melden, telefonisch oder dass er nochmal vorbeikommt. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was hast denn du so für einen Eindruck, so einen kurzen Eindruck von ihm, sofern du dich da überhaupt genau dran erinnern kannst? Ja, also er machte, als er da war vorgestern, machte er einen ziemlich vernünftigen Eindruck, würde ich sagen. Wie alt ist er? Ich schätze mal zwischen 25 und 30. Mhm. Also ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Mhm. Also ich finde, das muss man dem Typ ja nur hoch anrechnen. Ja, ne? Das tue ich auch. Dass er jetzt zu dir kommt und was der auch für Mut haben musste, da zu dir zu gehen, wo er alles wusste, wenn er die Sendung mitbekommen hat, was mit dir geschehen ist. Ne? Ja. Aber das wusste er vorher auch schon, wie schwer erkrankt du warst und wie schwer verunfallt du warst. Ja, ich habe eben noch, bevor ich bei euch angerufen habe, habe ich noch mit meinen Freunden diskutiert. Wir feiern hier noch einen Geburtstag rein vom Freund von mir, vom Leon. Ja. Der wird also ist 18 geworden jetzt. Mhm. Und da habe ich noch diskutiert. Also die sind zwiegespalten, die Parteien. Die einen sagen,
ja, war gut, dass du mir eine gegeben hast und so drauf und so. Und die anderen sagen, ja, komm, Marco, du hast Scheiße gemacht und weißt du, Marco, ich finde weder, dass es gut war, noch, dass du Scheiße gebaut hast. Ich finde das einfach so natürlich. Ja, Und schwamm drüber. Und ich glaube, dass der Mann dir das auch nicht verübeln wird. Ja. Ich glaube es nicht. Ja, also ich hoffe es. Das ist ja noch eine sehr geringfügige Reaktion, die du da gezeigt hast. Ja, also. Also, klare Botschaft jetzt an diesen Mann, der den Unfallwagen da gefahren hat damals. Er möge sich nochmal bei dir melden. Du möchtest sehr gerne mit ihm sprechen. Ja, möchte ich sehr gerne. Ja? Ja. So, jetzt grüßt deine Geburtstagsgesellschaft von mir. Ja, mach ich. Die hören zu. Der Leon, der Schniepi, meine Schwester, die Sina, die Lucy. Wunderbar. Und die Ulla, die Mutter vom Schniepi, die Ulla ist am Arbeiten, jetzt Nachtschicht, die hört auch zu. Dann grüßen wir die auch noch ganz herzlich. Grüßen wir die auch noch ganz jo. Herzlich. Jo, ne? Und hoffentlich meldet er sich nochmal. Ich danke dir, Jürgen. Alles Gute, tschüss. Udo, 58 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Udo. Ja. Was ist dein Thema? So, Jürgen, pass auf. Ich bin, ja, ist vielleicht ein kleines Thema, vielleicht in der Größe der ganzen, die ich mitgehört habe. Ich bin Schröderin, ne? Mhm. Schwerbehindert, habe einen kleinen Hund, meinen besten Freund. Bin Single. Ja. Und, wie heißt der kleine Hund? Bitte? Wie heißt der kleine Hund? Die Anja. Die Anja. Ja, ist ein Mädchen. Ist ein Mädchen. Und was ist sie für eine Rasse? Wie ein Spitz. Ah ja. Aber sieht aus wie ein Schäferhund. Ach so, ja. Ich sage mal, ein spitz gedackelter Schäfer. Aha, also eine Promenadenmischung. Ja, aber ganz lieb. Ich habe den seit 9 Jahren, habe ich den. Ja. Und der Hund hilft mir auch bei meinen täglichen, ja, Problemen. Mhm. Ich gehe mit ihm spazieren. Wer geht sonst im Regen spazieren? Ne? Aber mit dem Hund gehe ich. Mit dem gehst du? Jetzt ging ich Samstag bei uns in der Gegend hier an der Wiese. Es war ein bisschen am Regnen. Ich kam mit dem Hund raus, Samstagmorgen 9:30, habe ein Brot geholt. Und der geht auf die Wiese und ein Wiesemädchen nur sind, der schnuppert am Zaun oder am Gras und im Gras. Mhm. Und dann sehe ich, nach circa 2 Minuten sehe ich oben aus dem Wald einen Traktor kommen, so einen schweren Allrad mit so einem Ladebaum vorne dran. Mhm. Und ja gut, man denkt sich nichts dabei, ist Landwirtschaft. Ne? Mhm. Und der Hund war auf der Wiese, 10 Meter von mir weg. Mhm. Und dann fuhr der Traktorfahrer, also ich habe es ja erst gar nicht geglaubt, auf den Hund zu, hat den mit diesem großen Rädern, war ein Allrad, erwischt vorne. Der Hund sprang zur Seite, war am Jaulen. Der konnte hinten nicht mehr hochkommen. Und ja, er ist mich versagen, der Hund machte, sprang also weg. Und da zog der Traktorfahrer diesem Hund die Spur, wechselte die Spur, zog den Hund nach. Und der Hund kam wie immer auf mein Auto zu, wollte reinspringen. Ich habe ihn reingelassen ins Auto. Und wollte nicht mit leeren Händen dem Traktor entgegengehen und habe aus dem Kofferraum schnell einen Spaten gerissen. So, und habe mich den Traktor entgegengestellt. Und dann fuhr der zurück und ich habe den also ein bisschen so 3 Schritt nach und einen Spaten hochgehoben und Wolken gedroht. Und dann fuhr der auf mich zu. Und wie gesagt, ich bin schwerbehindert, ich kann nicht mehr richtig gehen. Ich bin also so gut es ging zur Seite gesprungen. Das war mein, also es war wirklich, ich habe wirklich Angst gehabt. Und dann drehte also, dann drehte er, die Wiese war ja nass durch den Regen und die Traktorreifen, die waren unmittelbar neben mir, die drehten dann vorwärts, rückwärts, er zog immer links, immer rum, er wollte mich immer erwischen. Und nach 4-maligem erfolglosen Versuch fuhr er einfach davon. Das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Ja. Kann man den anzeigen? Ich habe Polizei geholt, ich habe den Hund erst nach Hause gebracht, ich konnte nicht mehr anfassen, der hat gleich gejault, der lag hinten also platt, Tierarzt gefahren. Und dann habe ich sofort Polizei gerufen, die kamen auch sofort hoch, haben eine Skizze gemacht von diesem Unfallort oder auch von diesem Geschehen und sind dann zu diesem Mann hingefahren. Das heißt, der war schnell ausfindig zu machen, wer das war? Ja, sicher. Kennzeichen, alles hatte ich ja. Ja. Und haben dann ihm das vorgehalten. Ja, sagte er, wäre es gewesen, aber er sagt dazu nicht, er holt sich einen Anwalt. Und Jürgen, dieses Verhalten, mein Gut, es passiert immer was. Der Hund ist zwar gesetzlich nur eine Sache. Aber für mich ist es der beste Kamerad. Ja, man fährt doch nicht absichtlich einen Hund. Eben. Und dieses Verhalten, und das begreife ich nicht. Ja. Warum hat ein Mensch sowas gemacht? Ja, ja, wir können es ja noch weitersehen. Wieso hat er dich mit dem Traktor bedroht? Ja, eben. Ne, wenn du nicht zur Seite gesprungen wärst, der weiß, was mit dir passiert wäre. Ja, er hätte mich erwischt. Sache wirklich. Also ich habe wirklich Angst gehabt. Das ist natürlich sehr schlimm, dass du keinen Zeugen hast. Ne? Der wird vielleicht dann sagen, nö, das habe ich so nicht gemacht. Und Alter, das ist eine andere es gibt Menschen, da steht man fassungslos vor und denkt, was ist denn bloß los? Ne? Mich beschäftigt das, obwohl es nur ein Hund ist oder so. Lass mich doch nochmal fragen, bist du denn sicher, dass er absichtlich auf den Hund gefahren ist oder aus Versehen? Ja, selbstverständlich. Nein, absichtlich. Absichtlich. Das war eine Wiese, die ist breit, vielleicht 15 Meter breit. Und mit einer Düngerstreu, der hat hinten Düngerstreu dran gehabt.
dann können die ja mit einer Spur so 15 Meter bestreuen. Die haben so ein Gerät hinten dran. Mhm. Ne? Aber er hat nicht gestreut, er fuhr gezielt auf den Hund zu und hat ihn auch erwischt. War das ein jüngerer Mann? Ich schätze mal 30. 30. Wenn du da oft mit deinem Hund rumläufst in der Gegend, kennst du diesen Mann vielleicht sogar? Nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Das ist aber unser Nachbarort. Ne, ist ein großer Bauer. Mhm. Und ich weiß nicht, also ich begreife nicht. Als dieser Mann mit dem Traktor auf dich immer wieder versuchte draufzufahren, auf dich zuzufahren, hat er irgendwas gesagt, aber hat er geschimpft? Er hat irgendwas gestikuliert, aber die Fenster waren vom Traktor zu. Ich habe einen Spaten gedauert, ich wollte die Scheibe einschlagen, um den zu stoppen. Also ich habe es zwar nicht gemacht, aber ich hätte, wenn er weitergefahren wäre, hätte ich gestoppt. Ja. Und ich habe nächsten Tag, ich war sonntags zur Polizei hin und habe dann gesagt, sag ich, im Grunde genommen haben wir alle drei Glück gehabt. Da sagt der Polizist, wieso? Ich sage, dann sag ich, der Hund, sag ich, der ist mir so ans Herz gewachsen. Hm. Wenn der Hund erwischt hätte, ich hätte ihn erschlagen. Jetzt habe ich hatte gerade einen kleinen Rauscher auf meinem Kopfhörer. Ja. Wie hattest du die Personalien ausfindig gemacht? Durch die Nummer vom Traktor? Durch die Nummer, Ich habe Polizei, die kam auch sofort hoch und ich hatte Glück. Der Polizist sagte mir, ich sage, ist zwar nur ein Hund, der sagte, ich habe auch drei Hunde, sagt er, wem sagen Sie das? Ja, man kann das doch nicht sagen, es ist ja nur ein Hund, es ist ein Lebewesen, was den Schmerz fühlt und für dich ein ganz wichtiger Lebensfreund ist. Wie geht es denn deiner kleinen Anja jetzt? Ja, sie kann wieder einigermaßen laufen durch meinen Freund, ich habe einen Tierarzt, der Freund ist ein Freund von mir, der hat sich Mühe gegeben, hat Spritzen gegeben, hat den behandelt, alles. Ist denn der ein Bein gebrochen? Oder? Nein, es war nicht gebrochen. Es war nur ungefähr auf ungefähr 10 cm oder 8 cm war die ganzen Haare weg und war angebrochen war es zwar und die ganze Haut war gerötet. Also es geht noch, ne? Es ist glimpflich abgegangen. Es hätte schlimmer kommen können. Ne? Ja, eben, sage ich ja. Nur Jürgen, mich beschäftigt das, wieso kann ein Mensch sowas machen? Ich weiß es auch nicht. Und wir lesen ja immer wieder solche Fälle. Ne? Ja. Immer wieder. Ja. Ich weiß es auch nicht. Und vor allen Dingen auch, wenn er Landwirt ist. Ja, ne? Das heißt, er hat ja mit Tieren zu tun. Ja. Er muss ja jede Kreatur wertschätzen. Ne? Da fällt man doch nicht bewusst auf einen kleinen Hund zu. Richtig. Ja, es wird schwer sein, da dein Recht zu kriegen, vermutlich. Ne? Ja, was soll's. Aber zieh's mal durch und mach ihm die Hölle heiß. Und das ärgert den auch schon, wenn er sich damit beschäftigen muss. Und das wirkt immer. Man soll es immer machen, finde ich. Okay. Alles Gute. Jo, tschüss. Danke schön, ne? Tschüss, Udo. Tschüss. Ich begrüße herzlich Heike und Heike ist 37 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Heike. Ich rufe zum Thema von gestern nochmal an. Ja. Und zwar, also Thema Sterben, ne? Ja. Ja, und zwar habe ich vor knapp 3,5 Jahren meinen Sohn tot zur Welt gebracht. Mhm. Der ist in der 26. Schwangerschaftswoche geboren worden. Mhm. Ja, und bei mir war das also so, dass ich die ersten anderthalb Jahre also nichts und niemanden an mich rangelassen habe. Mhm. Wie kam das denn damals, dass er tot zur Welt kam? Ich hatte also eine sehr komplizierte Schwangerschaft. Mhm. Es fing also schon sehr, sehr früh an. Und ich hatte mich auch sehr früh damit auseinandergesetzt, dass ich also nie diese 40 Wochen schaffen werde, sondern dass es ein Frühchen werden wird. Was? War es dein erstes Kind? Nein, ich habe schon eine große Tochter, die ist mittlerweile 20. Mhm. Also Nachzügler wäre es geworden. Ja, und für mich war das irgendwo sehr früh absehbar, dass es also nicht bis zum Ende gehen wird. Mhm. Warum eigentlich? Wenn man so in der 10., 11. Woche die ersten Mal Probleme hat mit Blutungen etc., ja, dann beschäftigt man sich halt ganz, ganz viel damit. Ja. Und dann war es irgendwo absehbar. Dann ging es mir also auch schon sehr schlecht. Dann war ich im Krankenhaus. Ja, und eigentlich sollte er am nächsten Tag per Kaiserschnitt geholt werden. Mhm. Und ja, mittags um 2 hing ich noch am CTG. War noch alles relativ in Ordnung, so wie man es halt bei mir irgendwo so die Wochen vorher gewohnt war. Ja. Ja, und 2 Stunden später war er dann tot. Und das war für mich irgendwo zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr absehbar. Das hat man dann schon festgestellt, noch bevor du entbunden hast? Nein, er ist also praktisch durch die Geburt gestorben. Ach so. Ich hatte eine Sturzgeburt. Ach so. Hab den Kleinen also praktisch noch im Krankenzimmer bekommen. Mhm. Also kein Kaiserschnitt? Nein, da war schon alles zu spät. Also als ich merkte, dass es losging,
Da konnte ich also gerade noch auf die Schelle drücken und dann war mein Kind schon da. Was ist denn da passiert, dass der Kleine bei der Geburt gestorben ist? Kann man das sagen? Ja, sagen wir mal so. Also bei einem so unreifen Kind ist es also selten, dass es die Geburt dann lebend überlebt. Mhm. Also wenn die nicht mit dem Kaiserschnitt geholt werden, haben die also sehr geringe Chancen. Das heißt, als der Kleine auf der Welt war, war er tot? Ja. Hast du ihn direkt gesehen? Das ging also so rasend schnell alles. Dadurch, dass ich vorher schon so lange Komplikationen hatte mit Blutverlust und vorher schon an Transfusionen hing und alles, musste das bei mir dann sehr schnell gehen. Ja. Und da haben die mich dann also direkt in Narkose gelegt. Ja, und das Erste, was aber war, als ich wieder einigermaßen bei mir war, dass ich ihn sehen wollte. Mhm. Dass das auch ganz, ganz wichtig für mich war. Und aber ich stelle mir diese, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, diese Situation auch sehr, sehr schlimm vor. Man wacht aus der Narkose auf, man hat noch so, man rekonstruiert die Erinnerung, da ist gerade was Schlimmes passiert oder was Unvorhergesehenes passiert. Und dann sagen die Ärzte oder wer auch immer, ihr Kind ist tot. Mhm. Nee, das war eigentlich nicht so. Dadurch, dass ich also noch mitgekriegt habe, dass er tot ist. Ach so. War es also einfacher. Wenn das jetzt zwischendurch passiert wäre, dann hätte ich also auch eventuell gezweifelt und haben die auch alles gemacht oder vielleicht auch nicht. Das heißt, bevor du in die Narkose gefallen bist, wusstest du schon, dass das Kind tot ist. Ach so. Und das war, das war zwar in dem Moment ein ganz, ganz schrecklicher Moment, weil irgendwo, also es ging dann alles rasend schnell. Die haben mich blitzschnell zum Kreißsaal rübergefahren und dann war es aber so, es kam kein Schrei, wobei ich ja noch nicht mal unbedingt einen Schrei erwartet habe, sondern vielleicht so ein kleines Wimmern oder so. Als das dann nicht kam, da war mir dann auch sofort alles klar. Ne? Und wie war das dann, als du den Kleinen gesehen hast? Wunderschön. Du hast ihn in die Hand, in die Hände genommen? Ja, es war ein kleines, perfektes Kind. Er war klein, aber wunderschön. Und Hast du ihn richtig lange im Arm gehalten? Dazu war ich zuerst gar nicht in der Lage, also körperlich nicht. Mhm. Ich hätte es gerne und ich vermisse heute auch die Zeit. Ich würde ihn also heutzutage gerne viel, viel länger noch sehen wollen. Mhm. Und den Rat, den kann ich auch nur allen anderen Betroffenen geben. Guckt euch eure Kinder an. Mhm. Die sind nicht hässlich, die sind keine Monster, weiß ich nicht. Also es schwirren da immer noch sehr schlimme Gedanken in den Köpfen dann auch oftmals. Hat er die Augen geschlossen? Ja. Und sah aus, als würde er schlafen? Ja. Das Kind ist dann beigesetzt worden? Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das war also auch noch so eine Sache. Also als ich mich im Anfang mit beschäftigen musste, ich sag mal so, wenn er in der 23. Woche gekommen wäre, war ganz klar, da hätte er keine Chance gehabt. Mhm. Ging ich immer noch von 500-Gramm-Grenze aus. Gott sei Dank weiß ich heutzutage, dass das nur das Bestattungsrecht ist, Bestattungspflicht ist. Du musst mal erklären, wenn unter 500 Gramm, dann gilt es als Sache, ne? Es wird dann zu den, so schlimm sich das an, nur zu den Blinddarmen entsorgt, ne? Gott sei Dank nicht mehr. Nicht mehr, ich weiß, früher war es so. Es ist auch ein Bestattungsrecht. Mhm. Also man kann, ich rede jetzt mal erstmal nur für Nordrhein-Westfalen, man kann in Nordrhein-Westfalen jedes Kind beerdigen. Mhm. Da gibt es dann halt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, die man vom Krankenhaus braucht. Und dann kann man jedes Kind beerdigen. Also du hast es gemacht und du bist sehr froh, dass du es gemacht hast. Ja, du hast aber gerade hast du am Anfang unseres Gesprächs formuliert, dass du sehr lange daran gelitten hast und sehr lange Trauer getragen hast. Ich habe anderthalb Jahre mit niemandem darüber gesprochen. Mhm. Auch nicht mit deinem Mann? Der hat sich direkt abgesetzt. Der hat die ganzen Belastungen nicht tragen können. Aber ihr habt euch nicht getrennt? Doch, ihr habt euch getrennt. Doch. Danach und deswegen? Mehr oder weniger. Das heißt, du hast das ganz für dich alleine. Ja. Auch deine Tochter hat dir auch nicht so helfen können dabei. Die wollte ich da eigentlich auch nicht noch mehr mitbelasten. Mhm. Die hat die erste Zeit mitgekriegt, wie es mir also immer ganz, ganz schlecht ging, wie ich nur geheult habe. Mhm. Und wann hast du denn angefangen zu sprechen und mit wem hast du gesprochen? Nach anderthalb Jahren. Da habe ich dann also eine ganz liebe Frau kennengelernt, die Conny. Und das war auch ganz kurios. Die habe ich übers Internet kennengelernt. Mhm. Also ganz am Anfang war es so, ich kannte mich da absolut nicht mit aus. Mhm.
habe dann einfach mal in der Suchmaschine einen Begriff eingegeben und bin dann auf eine Seite gekommen und habe dann diese Frau kennengelernt, habe mit der telefoniert. Hatte die etwas Ähnliches erfahren? Ja, ja. So. Das sind also alles Betroffene. Das ist, glaube ich, ganz wertvoll, ja, ne? Sich ja, mit Leuten zu unterhalten, die genau die gleiche Hölle durchgemacht haben, wie man selbst durchgemacht ja. hat. Und ja. Jetzt sind es 3,5 Jahre her. Ja. Wie ist denn würdest du sagen, dass du das jetzt annähernd verarbeitet hast? Ich denke mal, verarbeiten wird man es nie. Die Trauer und der Schmerz wird anders. Er wird einfacher. Also ganz am Anfang war es auch so, dass ich wirklich jeden Tag am Friedhof war, stundenlang. Mittlerweile weiß ich, dass ich nicht mehr brauche. Ich kann gut hingehen und es ist aber keine Verpflichtung mehr für mich. Ich gehe hin und freue mich drauf, dass ich hingehe und ja, und mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich ja auch selber für betroffene Eltern da zur Verfügung stehe. Ach so, aufgrund der selbstgemachten Erfahrungen also, hat man dann eine ganz andere Motivation mit denen. Ja. Ja, vor allen Dingen weiß ich auch, dass da noch so viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, dass viele Leute einfach viele Sachen nicht wissen, selbst in den Krankenhäusern nicht. Du bist 37, ne? Ja. Sagte ich. Könntest du dir vorstellen, nochmal schwanger zu werden? Hast du einen passenden Mann für mich? Ja, also aus dem Hut kann ich keinen zaubern. Das ist schlecht. Aus dem Hut kann ich keinen zaubern. Sagen wir mal so. Also aber du hast, du hast ja ganz früh angefangen, ne? Wenn du schon so eine alte Tochter von 20 Jahren bist. Weißt aber du, worüber ich wirklich ganz, ganz entsetzt bin, das, was du gerade erzählt hast, dass dein Mann dich deswegen und sofort danach verlassen hat. Der war noch nicht mal auf der Beerdigung seines eigenen Kindes. Aber hat es denn da nicht vorher auch schon gekriselt bei euch? Ja, also es war eine sehr stressbelastete Beziehung. War das denn ein Wunschkind gewesen? Ja. Ein Wunschkind gewesen. Aber wie kann man sich denn das erklären, dass der eigene Vater dann nicht mal zur Beerdigung des Kindes geht? Tja, das habe ich mich monatelang, jahrelang gefragt. Ich weiß es nicht. Wie lange ich bin da bis heute noch nicht hintergestiegen. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 3,5 Jahre. So gut, da lernt man aber Menschen eigentlich kennen. Ne? Sollte man. Ja. Hast du danach mit dem irgendwann nochmal Kontakt gehabt? Einmal ganz kurz, aber ich konnte es einfach nicht mehr, weil es hat mich einfach, ich konnte es nicht nachvollziehen, erstmal wie er mich in der Situation alleine gelassen hat. Er war also wohl den Abend im Krankenhaus, als der Kleine geboren wurde, weil die mich vom Krankenhaus aus halt auch gefragt haben, ob wir ihn anrufen sollen. Da habe ich gesagt, ja, er ist der Vater, er sollte es wissen. Weißt du, ich finde ja, selbst wenn die Beziehung schon gekriselt hat, hätte er, um einfach dir beizustehen, hätte er noch einige Monate warten müssen, bevor er sich trennt, damit ihr diese Sache gemeinsam durchsteht. Ja, also ich habe auch hinterher oftmals noch gedacht, selbst wenn wir kein Paar mehr sind, dass man wenigstens zusammen in eine Selbsthilfegruppe geht. Oder sowas, Weil also ich konnte wirklich im Anfang mit niemandem drüber reden. War für mich so schwer. Heike, es geht unsere Sendung gleich vorbei. Leider. Zu Ende. Aber du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, nämlich das können wir auch nochmal rausschicken so an die Zuschauer und Zuhörer, dass Menschen, die so etwas erleben, wirklich Hilfe suchen sollten in solchen Selbsthilfegruppen. Ja. Ne, weil man oder damit im Internet oder genau. Wenn sich Betroffene melden, die könnt ihr gerne an mich weiterleiten. Machen Kein wir gerne. Thema. Machen wir. Alles klar. Heike, alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Anne Buchholz, Stefan Gehrig, Jan Grefe zu Baringdorf, Dirk Winhüsen und Johannes Bachthäuser. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Ich schäme mich. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag möchte ich mit Schmarotzern reden. Da heißt das Thema Schmarotzer. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montagnacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ciao.